So, die Flugzeuge werden gar nicht so rot. Ja, aber das ist so eine Eigenart vom Pilz, dass sie eigentlich sich nicht so leicht verbreiten lassen. So, jetzt muss ich versuchen, alle Länder hier zu haben, also infiziert zu haben. Und dann gehe ich mal her und mache mit der Spezialdingens vom Pilz die Grünland noch. Dann dürfte das auch funktionieren. 5 Milliarden Menschen haben wir schon infiziert. So, die Philippinen. Pilzi, was machst du denn? Lasst es doch mal bleiben. Ja, komm, danke. Und dann okay. Immer diese Ausschläge, immer diese Krankheitssymptome. Du bist noch friedlich, Kleiner. Du sollst es auch erstmal bleiben. So. Noch ein paar DNS-Pünktchen mitnehmen. Oh, das wird... Wenn ich endlich mal alle infiziert habe, dann geht's auf. Dann kann ich extrem tödlich werden. Alter, so. Jetzt dürften mir aber echt nicht mehr viele Länder fehlen. Ja, ich sehe es. Flugverbot und grenzenübergreifend gehen sie hier noch rum. Wir sind noch total unentdeckt. Mann, bin ich gut. Aber nur durch eure Tipps, muss man sagen, dass das überhaupt jetzt so funktioniert. So. Von Brasilien aus. Wunderbar. Vielleicht hätten andere Länder, wären da effektiver gewesen jetzt, aber nehme ich jetzt auch mal mit. So, die Kanadier dümpeln noch vor sich hin. So, ich hätte gerne mal Infos über Kanada. So, die sind reich und haben Kälte. Schön. So, Grönland ist immer noch nicht infiziert. Mir fehlen noch ein paar Länder. Dass ich das jetzt auch endlich mal mit dem Pilzsporn machen kann. Ach, Grönland hat sich erledigt. Hat sich jetzt gerade mal selber infiziert. Boah, boah. Island nach Grönland dran, auch nicht schlecht. Ja, muss noch ein Flugzeug rüber. Ja, da, Marokko haben wir jetzt auch noch fest im Griff. Und jetzt müssen nur noch die Grönländer munter krank werden. Dann bin ich ja eh schon mal... Schweden. Schweden hält sich ja auch gut raus, so wie es aussieht. Viele Leute fehlen mir eh nicht mehr. So, ja, wenn es in Afrika mal losgeht, dann richtig. Da kann man richtig zusehen, wie die Punkte mehr werden hier. So. Haben wir jetzt jedes Land? Ja, wir haben jedes Land. Jetzt müssen wir nur noch drauf warten, bis wir jede Person hier auf dem Globus hier fertig haben. Ich glaube, Kanada dauert am längsten. Nee, nee, Grönland. Schlafstörungen, hör mir auf. Zurück, ja. Aber die Kanadier, ma, die sind schon zähes Völkchen. Die halten was aus. Also so eine Kolonie hier oder in Grönland bei so einer Seuche wäre nicht unbedingt verkehrt. Da sind die Überlebenschancen sehr groß. Auch bei einer Zombie-Invasion ist Grönland prädestiniert, weil wie sollen die Zombies hier rüberkommen, ne? Außer man nimmt sie mit aus Versehen. Ist ja blöd, weil sie keinen Flughafen haben. Kann man die Leute nicht so rasch hinbringen. Aber zumindest kann man die Boote als Quarantänezone nutzen, mehr oder weniger. Also, dass hier Quarantäne entsteht. Dass schon mal ausgesondert wird. Ah, dieses Boot ist infiziert. Das lassen wir mal nicht anlanden. Oder das ist nicht infiziert, das können wir ruhig landen lassen. So, jetzt habe ich aber wirklich fast die ganze Welt infiziert. 98% haben wir infiziert. So, aber mir reichen die Schweden noch nicht. Die sind mir noch zu wenige. Zu wenige Kronki in Schweden. So, jetzt kann ich mal Gas geben noch. Gleich habe ich alle infiziert. Gleich ist es soweit. Aber die Flugzeuge immer noch ziemlich seuchenfrei. Finde ich schon extrem. So. Grönland ist explosionsartig. Und Schweden fängt jetzt auch endlich an. So, die Schweden. Erstmal 5% infiziert. Oh, hier. So, danke. Nehme ich gern mit. So, jetzt habe ich 168 DNS-Punkte. Wenn ich da nicht tödlich genug werden kann, dass ich das hier reiße, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt habe ich aber
Jetzt habe ich so gut wie gewonnen, ne? Dann kann ich ja jetzt schon tödlich werden. So. Nehme ich das hier. So. Koma. Vollständiges Organversagen. So. Dann gehen wir noch hier rum. 71 habe ich noch. Dann habe ich hier diese vollständige Zusammenbruch des Verdauungssystems. Ja, komm, Kotzen und sowas dürfte auch noch. So. Dann ist da schon mal eine schöne Linie entstanden. Und jetzt ist unser neue uns scheinbare Krankheit breitet sich aus. Ja, ja. Erster Todesfall in Argentinien. Ja, passt doch. Neuguinea schließt Landesgrenzen. Auf einmal geht's schnell. Wenn man einfach mal tödlich ist. Kolumbien startet Arbeit an Heilmittel. Dann dauert's ewig. Das ist super. So, globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Oh, das geht aber schnell. So, wie lange brauchen sie denn? Eines Jahr und 81 Tage. Wird noch prophezeit, aber bis dahin wird Pilzi sie alle getötet haben. Das geht recht rasant hier gerade. Vielleicht bin ich zu tödlich. Ich habe hier noch ein paar nicht infiziert. Oder? Alter, hör mir auf. Ich bin zu tödlich gerade. Ich hätte wirklich haarklein warten müssen, oder wie? Warte mal, warte mal. Zurück. Ja. Zurück. Ja. Zurück. Ja. Fuck. Ein bisschen enttöten. Ich weiß ja nicht, wo da noch die letzten Gesunden sind. Da sind sie. Scheiße. So. Sind jetzt... Ah, jetzt sind alle infiziert. Puh. Okay, dann kann ich ja hier wieder drauf gehen. Komplettes Organversagen. Koma komme ich auch wieder. So. Ich habe aber immer noch irgendwo keine Infizierten. Aber wo? Scheiße. Welches Land ist es denn? Ich dachte, ich habe alle Menschen auf der Welt. 96.000, aber wo? Wo sind diese 96.000? Atomexplosion in Italien. Riesige Atomexplosion in Italien hat eine radioaktive Wolke freigesetzt. Die Ursache ist unbekannt, doch Ausgangsort lässt defekte Sabotage im Kernkraftwerk vermuten. Aha. Jetzt habe ich noch irgendwo gesunde Leute. Wo denn? Wo sind die? Alter, komm nochmal zurück. Komm, ja, okay. ...85.000, die werden ja noch krank. Jetzt kann ich ja das Land noch suchen. Eins der letzten höchstwahrscheinlich. Die infiziert wurden. Schweden ist so gut wie ausgerottet. Wo sind die? Ich habe echt ein paar Länder schon umgebracht. Oh! Da sind sie. Also, das muss ich jetzt irgendwie abwarten können. Also, die sterben genauso schnell, wie sie kommen. 9 Jahre dauert die Heilmittelproduktion, also steht hier. Also, da habe ich jetzt Zeit, dass die hier in Island noch... scheiße. Oh, habe ich sogar noch erwischt. Ja, genau, da sind 89.000. So, die werden aber auch weniger. Wieso? Ich muss irgendwie die Übertragung noch hochbringen.
So, okay. Komm. Es werden wieder mehr. Ja. Es werden wieder mehr Infizierte, oder? Ja, läuft. Huh. Geht doch. Jetzt hätte ich es beinahe noch verkackt. Weil hier in Island noch ein paar sich denken, ja, ich bin gesund, ich kann das. Ich überlebe das alles. Dauert jetzt natürlich alles ein bisschen länger, aber ist mir auch genehm. So. So, achso, Island. Also ein paar Länder haben hier noch überlebt. Aber viele Leute sind es nicht mehr. Alter, die werden schon radikal weniger. Aber hier die letzten Infizierten, die lassen sich schon bitten. Ah, jetzt geht's wieder ein bisschen schneller. Also sie infizieren sich schon noch. Sterben wir aber auch weg. Also ist ein Geben und ein Nehmen, wie das hier gerade aussieht. So, Island ist ein kaltes Land, mehr nicht. Ich bräuchte noch was für 10 DNS-Punkte. Nee, Kälte brauche ich unbedingt. So. Hat mir jetzt gar nichts gebracht. Mensch! Glaubt man denn sowas? Komm schon. Ich kann keine Übertragung gerade mehr machen. Ich brauche noch ein paar Punkte und mir flackert eine Birne. Das gefällt mir gerade gar nicht. Genauso wie, dass ich hier die letzten Überlebenden nicht töten kann. Muss ich noch weniger tödlich werden, oder wie? Zurück, ja. So, ja, komm. Jetzt werde ich sie dann nicht mehr töten können. Nein. Es geht zu schnell. 34.000 gesunde Leute. Es gibt's auch nicht. So, komm, Vögel 2. Was? Ereignis, außergewöhnliche Vogelwanderung, ja. So, werden es wieder mehr? Nee. Oh. Sind die letzten Leute, die nicht infiziert sind? Ich habe schon fast alle getötet. Russland sind noch ein paar versprengte Leute. Zentralafrika. Da sind aber keine Gesunden mehr. Da sind auch keine Gesunden mehr. Nur hier. Nur hier. Die müssten normal eh verhungern. Das sind doch eh kaum noch Leute. Das sind da nur noch 29.000. Also muss ich jetzt noch untödlicher werden. So, Erreger wird in die Luft abgegeben. Kann tödlich sein. Zurück. Ja, komm. Die Scheiße kostet mich 23 Punkte. So, komm, ein paar mehr. Es wird ein knappes Rennen. Ein echt knappes Ding wird es jetzt. Es ist brutal. Es hält sich jetzt die Waage. Alter, die Spannung hört einfach nicht auf. Wenn ich jetzt so um die 6.000 bleibe, bin ich glücklich. Aber die horten sich ja auch nochmal zusammen, die guten Leute. Ich könnte es ja nochmal... So, solchen Sporen werden explosionsartig in die Luft angegeben, um ein neues Land zu infizieren. Das ist beides mal dasselbe, komm.
Auch wenn es mir, glaube ich, gar nichts mehr bringt. Nee. Sind ja mittlerweile schon alle infiziert. So, noch zwei DNS-Pünktchen. Ich verschwende die Scheiße jetzt gerade, merke ich.